Yo Leute, willkommen zurück zur Pokémon Schwarz und Weiß Edition 2 Randomizer Nuzlocke Challenge. Im letzten Part haben wir leider den Julian verloren, oder zumindest in den letzten Parts. Ich weiß nicht ganz genau, wie lange das jetzt her ist, da ich jetzt wieder eine neue Aufnahmesession mache. Wir werden jetzt hier rechts rausgehen und ein Pokémon fangen, falls hier irgendwo Gras ist. Auf jeden Fall ist da ein Trainer. Den würde ich aber gern erstmal umgehen, ehrlich gesagt. Oh mein Gott, ich umgehe ihn, nur damit ich in den nächsten Trainer reinlaufe. Auch sehr lustig. Mir ist aufgefallen, dass ich gar nicht auf die Statuswerte meiner Pokémon achte. Das ist ehrlich gesagt sehr, sehr schlecht. Weil ich glaube nämlich auch, dass unser Kamerupt mit Flammensturm überhaupt nichts am Hut hat, sondern eher mit Funkenflug. Weil ich glaube, dass Funkenflug physisch ist und das andere speziell. Oh mein Gott, wir sind vergiftet. Oh mein Gott. So, dann werden wir den jetzt erstmal kurz vom Feld ziehen und weg damit. Er überlebt, er überlebt, er überlebt. Das ist nicht normal. So, dann machen wir jetzt aber kaputt den Traumato. Der sollte eigentlich gar kein Problem sein, der Traumato. Der Traumato-Tomato. Und wir sind Level 27 mit unserem Sasuzu. Und da wir ja jetzt nicht mehr im Kampf sind, dürfen wir auch statusheilende Items benutzen. Dazu haben wir sie ja eigentlich. Ich guck mal eben durch. Gegengift. Wir haben ein Gegengift ganz passend jetzt für unser Sasuzu. Und zum Fangen werde ich... Ich weiß ja nicht, was da rumrennt. Aber vielleicht schicke ich erstmal... Wen schicke ich denn an die Front zum Fangen? Den Kahn. Okay, ich schicke Kahn an die Front zum Fangen. Und da hinten ist Doppelgras, nenne ich es jetzt mal. Also Gras, in dem auch Doppelkämpfe entstehen können. Und wir werden jetzt mal den Felsen da wegschieben, damit wir an das Gras kommen. Oh mein Gott, er schiebt den Felsen weg, damit er ans Gras kommt. Oh. Oh mein Gott, Bisaflor. Zwei Bisaflors, da habe ich eine große Auswahl, muss ich schon sagen. Ne? Muss man schon sagen. Bisaflor oder Bisaflor, die Wahl, die fällt nicht sehr leicht. Ne? Weiß ja nicht, ob sie es schon wussten. Ich hoffe, dass ich den jetzt nicht one-hitte mit meinem Steinhagel. Sasuzu ist dran. Steinhagel, Injof, Aces. Okay, das one-hittet definitiv nicht. Was machen wir jetzt? Wir werden eins und beiden mit Funkenflug im maltraktieren. Dann werden wir noch einen Steinhagel draufballern. Hoffen, dass es nicht krittet. Okay, sehr schön. Oh, wir haben vergessen, Pokebälle zu holen. Wir haben nur... Ups, Schluck auf. Wir haben nur Dings. Wir haben nur Superbälle. Pokebälle normale, keine Superbälle. Oh mein Gott. Aber Bisaflor, komm. Ganz ehrlich, Bisaflor im Team, oder? Richtig nice. Das wäre richtig geil. Dann hätte ich endlich mal einen Starter im Team. Habe ich ja irgendwie so gar nicht. So einen normalen Starter. Dann wird es Zeit für unseren guten, alten... Machen wir Bisaflor hier Sandwirbel und so. Für unser Fang-Pokémon. Unser Pokémon, das das alles möglich macht. Ich weiß gar nicht, ob Bisaflor uns irgendwie richtig übel Damage zufügen kann oder nicht. Vielleicht hätte ich lieber ausgewechselt. Kasierblatt. Wehrt aber ab. Es geht nur auf. Nur auf unser Bowls. Bowls wird mal eben eine Donnerwelle auf Bisaflor machen. Und der hier wird weiter Sandwirbel machen. Ich möchte Bisaflor nämlich ganz dringend außer Gefecht setzen, dass Bisaflor nichts mehr tun kann dagegen, dass er gefangen wird. Sandwirbel in your face. Und ich riskiere einiges, dass ich hier Sandwirbel mache, ehrlich gesagt. Bowls wird die Attacke ab diesmal, oder? Oh oh, und Edan ist im roten Bereich. Edan ist im roten Bereich. Ich riskiere es einfach. Ich mach mal Timerball. Ich weiß nicht, ob der jetzt schon was bringt. Aber er wird wohl nicht so schlecht sein wie ein Pokéball. Komm schon, bleib. Bisa! Nein, wieso tust du das, Bisa? Und Bisa kann nicht angreifen. Dann werde ich jetzt vielleicht... Ich probiere es nochmal mit dem Timerball. Ich habe überlegt, ob ich nochmal Sandwirbel machen soll. Weil Sandwirbel wirbelt. Und ihr wisst es, dass es wirbelt, weil es Sand ist. Jawohl, wir haben Bisaflor gefangen. Leute, Leute, wir haben ein Bisaflor. Wir haben ein Bisaflor. Und ich habe jetzt einen Namen für dieses Bisaflor, weil es ja Grünzeug ist.
Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Bisaflor ein Vegetarier ist. Ich habe nämlich jetzt, das ist nur ein Fun-Name und ich muss den aber durchziehen, weil ich habe gestern in den Kommentaren gesehen, dass einer wollte, dass ich ein Pokémon so benenne. Und ich finde das eigentlich als Pokémon-Name nicht so toll, ist aber mein Lieblingscharakter aus Dragon Ball. Also mache ich das jetzt einfach. Ich mach's. Ich nenne Bisaflor Vegeta. Oh mein Gott, Vegeta ist ein Bisaflor geworden. Oder Bisaflor ist ein Vegeta geworden. Oder ihr wisst, was ich meine. So, dann gehen wir jetzt erstmal zurück und ganz dringend... Nein, nicht ansprechen. So, okay. Holen uns Bisaflor ab. Dafür legen wir nämlich unser Husayasa Tsuyasa ab, genau. Unser Tsuyasa wird abgelegt. Wir benötigen ein Pflanzen-Pokémon so oder so, weil es Pokémon gibt, die nur Schaden von Pflanzen nehmen können. Wie zum Beispiel Morlord, Zumpex. Was gibt's noch? Keine Ahnung. Aber ihr wisst, was ich meine. Die keinen Schaden nehmen von... Elektro-Pokémon. Okay, Box Nummer Uno. Meine liebe Vegeta, du kommst ins Team, Alter. So. Wir werden eben noch von ihm das Item nehmen und dann werden wir... Geh raus. Was los? So. Dann werden wir mal eben unser Item nehmen und... Das geben wir jetzt erstmal unserem neuen Pokémon, unserem Vegeta, unserem vegetarischen Vegeta. So, dann healen wir uns einmal voll. Es gibt übrigens ein Gewürz namens Vegeta. Das ist wahrscheinlich eine Gewürzmischung aus Gemüsestücke oder so. Okay, wir haben das Team aufgeheilt und ich würde sagen, wir können weitermachen. Werden jetzt als allererstes mal, was werden wir denn jetzt Feines machen? Ich muss was überlegen. Ich möchte mal gucken, ob man auch nach links raus kann aus der Stadt. Ansonsten werden wir jetzt erstmal die Arena machen. Also nicht die Arena selber, sondern nur alle Trainer in der Arena. Die Trainer in der Arena. Und wenn man nach links raus kann, dann werden wir da auch erstmal alle Trainers machen. Ah ja, man kann nach links raus. Die Frage ist nur, ob wir da schon weiter dürfen oder nicht. Ja, wir dürfen da weiter. Anscheinend. Huch, da kommt jemand. Hallo! Oh mein Gott. Gut, dass wir uns hier treffen. Ich wollte das hier geben. Wir erhalten die VM-02 Fliegen. Tada, hier hast du die VM Fliegen. Wenn du sie außerhalb eines Kampfes einsetzt, kannst du damit direkt zu einem Pokémon-Center fliegen. Und sag mal, Belias, weißt du, was versteckte Lichtungen sind? Toll, du weißt aber gut Bescheid. Dann entdeckst du sie vermutlich auch sofort. Ja. Warte. Dort drüben. Von dort drüben habe ich was gehört. Ich habe sehr gute Ohren. Komm mit. Das glaube ich dir aufs Wort, ey. Das hast du doch vorher schon gewusst. Ich habe sehr gute Ohren. Zwinker, zwinker. Sehr gute Ohren. Echt super geile Ohren, die du da hast. Super geile Ohren. Ich bin sicher, dass ich etwas gehört habe. Ah, hier ist es. Schau mal, es sieht aus, als könnte man durch diese Lücke gehen. Oh, hier ist eine Lücke, durch die man gehen kann. Sollen wir es versuchen? Ja, total. Okay. Ein Pokémon. Ah, na, alles klar. Wahnsinn, was für ein Fund. Eine echt grandiose Zukunft. Alles klar, Ja, man kann gegen dieses Pokémon kämpfen. Wir werden die Lichtungs-Pokémon aber nicht benutzen in unserem Let's Play. Weil ich das als unfair empfinde, weil ich glaube, dass man das mehr predikten kann als random. Und da habe ich keine Lust drauf, deswegen... Keine Lichtungs-Pokémon für uns. Ich möchte das Ganze nicht so leicht haben. Müssen wir Bären kaufen? Ich gesagt, 5 Labrus-Bären für 200 Pokédeller. Ja, das finde ich ist schon ein gutes Schnäppchen hier, was die hier auf den Tisch legt. Ach, wir können hier noch ein Pokémon fangen. Fällt mir gerade so nebenbei auf. Wir werden aber erst alle Trainer machen. Alle Trainers. Falls wir welche machen können hier. Alles klar. Oh yeah, der Chefkoch möchte gegen uns kämpfen. Meine Pokémon helfen mir sonst immer bei den Brezel backen. Heute tun sie beim Kampf. Sie tun es beim Kampf. Sie tun es beim Kampf. Schämen sie sich nicht. Ach, seine Frau. Stacy mit Duflor. Ey, du. Ja, Duflor.
bin keine Flor. Nein. Okidoki, ihr seht selber am Team, dass wir ordentlich leveln müssen. Es kann sein, dass ich eine kleine Levelmontage einwerfe. Ich werfe mir eine Levelmontage ein. Yummy, yummy. Ich weiß nicht, ob ich die Trainerkämpfe mit Sweetaste machen soll. Eigentlich ist es ja ganz schlau, außer die besonders crazigen Pokémon vielleicht. Aber ich weiß es noch nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich glaube, Edan kann da am meisten reißen, denn wir haben auf unserem Kahn noch nicht einen einzigen Wassermove. Bäckerin Stacy! Mit Fukano. Mit Roa. Grrr. Grrr. Elektro-Töle. Grrr. So. Steinagel in your base! Halt mal eben den Steinagel hier für mich! Ja, du solltest beim Brezelbacken bleiben. Das sag ich dir. Oh, ich wärme mich immer im Sommer auf mit Brezelbacken und so. Weißt du, was ich meine? Ein Dreh und ich bin dran. Alles klar, Tänzer. Breakdancer, Tänzer Leo. Apoqualyp oder wie das Ding heißt. Der totale, crazige Pokémon, meiner Meinung nach. Ja, da wechseln wir direkt mal aus. Und zwar wollen wir doch die Show nicht stehlen, sondern dieses Apoqualyp quälen. Nein, Spaß. Bowls kommt in den Kampf und ihr wisst, was jetzt passiert. Hoffentlich sterben wir nicht. Oh mein Gott. Es hat uns was abgezogen. Also, ich bin wirklich... Manchmal glaube ich wirklich, Bowls könnte uns irgendwann wegsterben. Nochmal Blutstrahl. Wie zum Beispiel in solchen Momenten. Einmal kann ich noch Schockwelle machen, glaube ich, oder? Oh nein, ich kann nicht noch einmal Schockwelle machen. Komm schon, Critical, Critical, Critical oder so. Ja, Volltreffer. Boah, hat mir das den Arsch gerettet. Er hätte jetzt attacked und hätte meinen Bowls umgebracht. Definitiv, hundertprozentig. Das ist no joke. I'm not kidding you. This is very happening when I not making the... Ich mach grad Speedtaste. Not making the Dingsbums und so. Ich muss dringend in the Pokémon Center reingehen. And I need to make the leveling up. Aber really fast. Leute, heute ist ganz schlimm bei mir. Ich hab eine Mischung aus Schluckauf und Aufstoßerei, weil ich halt einfach zu viel Cola gesoffen hab. Ich habe heute schon wieder Cola getrunken. Das scheint normal. Was willst du mir mit deiner Deko-Box? Bist du dumm oder was mit deiner Deko-Box? Ich gebe dir gleich eine Deko-Nuss. Oh mein Gott, Doppelbattle. Speedtaste. Wir wollen das ja auch nicht so lang in die Länge ziehen. Wir wollen es nicht, versteht ihr? So lang in die Länge ziehen. Bowls wird ausgewechselt. Wir hoffen jetzt einfach, dass keiner von uns stirbt. Baumwollsaat. Oh oh. Das gefällt mir gar nicht. Schockwelle auf Baldorfisch. Boots in your Baldorfisch-Face. Halt mal eben den Schaufler für mich. Ja, Ampharos, halt den Schaufler für mich kurz fest. So, dann haben wir die beiden besiegt. Ich weiß nicht, ob hier noch irgendwas anderes an Battles kommt. Aber man kann hier auf jeden Fall nicht weiter. Man kann gegen die Typen hier, glaube ich, auch nicht kämpfen. Das heißt, wir sind hier mit dieser Route so weit durch. Alles klar. Dann werden wir jetzt eben ins Pokémon Center sprinten. Und auf die andere Seite gehen und da alles platt machen. Ich weiß nicht, ob wir da überhaupt noch ein Battle von raufkriegen, ehrlich gesagt. Ich würde fast sagen, in der nächsten Folge. Ja, Leute, von heute, ich würde sagen, das war's für die Episode. Wir sehen uns in der nächsten Episode, wenn wir dann auf der anderen Seite ein paar Pokémon-Trainer zusammentreten und dann vielleicht noch ein Pokémon fangen. Ich weiß es ja nicht. Vielleicht, Rindfleisch, Schweinefleisch, alles drin. So, Leute, dann würde ich sagen, wenn euch der Part gefallen hat, vergesst nicht, einen Daumen nach oben zu geben. Mr. Finger oben wird man euch nämlich loben. Ich bin Belias LP, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, ciao.